Harry sagt Hallo und guten Morgen mit dem aktuellen und dem ausführlichen Wetter und dem dazu passenden Video. Beginnen hier heute an der Charca de Maspalomas mit dem Sonnenaufgang über den Dünen, nicht über dem Meer. Ja, aber wir sehen es gleich. Wir fahren gleich Richtung Meer. Grad. Und es ist genau 8 Uhr. Ja, heute am 12. Januar 2024. Und das Meer hört man hier wieder ziemlich laut rauschen. Vielleicht gibt es ja wieder schöne Wellen. Ja, schön. Der Morgen kann so beginnen. Ist auch mal wieder ein schöner Anblick hier. Die spiegelnde Sonne über der Charca und dem Meer. So, und hier ist es auf jeden Fall wärmer, man spürt es richtig. Wir werden gleich das Thermometer hier sehen. Ja, wir haben eine hohe Luftfeuchtigkeit heute. So habe ich sie kaum gesehen. Die Scheiben hier pitschenass. Ja, heute ist ein besonderer Tag, ja, in vieler Weise Hinsicht. Aber jetzt erstmal ankommen hier am Strand und die Schönheit hier bewundern. So, 19 Grad zeigt hier das Thermometer an. Also es ist auf jeden Fall wie gefühlt wärmer. Warum ist heute ein besonderer Tag? Ganz einfach, es gibt zuerst mal Geburtstagsgrüße. Die Grüße, die gehen nach Deutschland. Die kommen von Deutschland und die gehen nach Deutschland. Ja, und wer wird gegrüßt? Der Hans Joachim wird gegrüßt aus Beringen. Hans Joachim, alles Gute zum Geburtstag. Viele Glückwünsche von uns, von allen im Kanal und von wem? Besonders von der Melle. Die Melle kommt auch aus Beringen. Die grüßt euch oder dich. Ja, und ich weiß auch ein bisschen was, dass du einen Wohnwagen dir angeschafft hast, um ein bisschen die Gegend zu erkunden. Ja, dann komm doch mal rüber mit deiner Frau Manuela nach Gran Canaria, um Gran Canaria zu erkunden. Also recht herzliche Grüße, Geburtstagsglückwünsche von Melle und von uns hier, von dem gesamten Team Gran Canaria. Mach's gut, bleibt gesund und feiert heute schön. Das war das eine, das andere. Unser Faro-Tag heute 16 Uhr. Mit und ohne Kamera hier am Leuchtturm. Wer dazukommen möchte, kann das gerne machen. Und dann kann man auch Grüße durchgeben. Ja, und was ich hier gerade sehe, das Wasser ist ganz weit hochgekommen bis hierher. Bis hier war das Hochwasser.
Ja, das war es aber noch nicht. Nein, es gibt nämlich noch was Besonderes, denn der Ralf ist ja da. Der Ralf, unser Drohnenspezialist. Und der hat heute einen Sprung, einen Tandemsprung aus dem Flugzeug. Und die Einzelheiten und die Feinheiten, die erfahren wir noch. Wir wissen nur, dass es heute stattfinden soll, sofern der Wind das zulässt. So etwa gegen 11 Uhr müsste das sein. Und ja, der wird abgeholt, nach St. Augustin gefahren, dann gibt es die Einweisung und dann gibt es den Sprung. Und ich werde weitere Informationen bekommen und werde dann unten auf ihn warten. Und zwar in der Nähe vom Café Mozart 2. Das wird so gegen 11 Uhr sein. Also ich habe einen festen Zeitplan heute. Ja, die Aufnahmen, da gibt es Aufnahmen dann von oben, vom Sprung selber. Und dann nochmal von mir unten. Mal sehen, ob ich das auch dann alles so richtig in die Reihe kriege. Und ihr könnt dann wie immer mit dabei sein. Aber jetzt sind wir erstmal hier. Schaut euch diesen Sonnenaufgang an. Was ist das schön? Und viel Feuchtigkeit auch hier durch die Wellen in der Luft. Ich muss nur aufpassen auf die Steine. Ja, und unser Franzosenmarkt müsste ja auch wieder kommen aus dem Elsass. Nicht Franzosenmarkt. Am 13., so viel ich in Erinnerung habe. Was ist das wieder schön? Jetzt so um die 20 Grad. Sonnenaufgang. Ja, heute Morgen gab es ja den zweiten Teil des Videos 360 Grad, die schönen Wellen vor ein paar Tagen. Und durch die Antje, ihre Beschreibungsvideo, kann der ein oder andere vielleicht jetzt auch was mit den 360 Grad Videos anfangen. Ja, die Wetterdaten. Jetzt werden es ungefähr 20 Grad sein. Heute Freitag, der 12. Januar 2024. 7.52 Uhr war der Sonnenaufgang. Entschuldigung, 7.54 Uhr Sonnenaufgang. Um 18.25 Uhr Sonnenuntergang.
7.52 Uhr war Niedrigwasser. Wir haben jetzt wieder zulaufendes Wasser. Und um 14 Uhr ist Hochwasser. Das nächste Niedrigwasser ist wieder um 20 Uhr. Temperaturen. Tiefstwerte heute um die 16 Grad und Höchstwerte werden wieder 26 Grad erwartet. Ja, und dieser Blick hier ist fast unbezahlbar. Was für ein schöner Tag und richtig gut zu laufen hier. Ja, dass ich es nicht vergesse. Einen kleinen Nachtrag, einen Nachschlag gibt es heute noch am Ende des Videos. Kommt noch ein Nachtrag von gestern. Von gestern Abend, wir waren in der Sita. Nur ein paar Eindrücke, kein Video und deswegen auch kein extra Film, sondern einfach nur ein kleines Schnipsel von gestern. Also wer möchte, der kann sich das dann am Ende ansehen. Was für schöne Wellen wieder. Eins, zwei, drei, vier aufeinanderfolgende Wellen. Was für ein Anblick. So, und jetzt ist es Zeit für das Wettervideo, das Kurzvideo. Jetzt machen wir den Blick in die Berge, weil es gerade so schön passt.
fast keine Wolke, kein Wölkchen am Himmel zu erkennen. Ab und zu muss ich die Linse ja mal sauber machen, denn durch die Feuchtigkeit sowie auch auf der Brille schlägt sich das ja nieder. Ja, jetzt kommt doch ein bisschen Wind dazu. Ich mache mal Folgendes. Ich schalte jetzt mal während des Laufens die das Mikrofon, das externe mit dazu. So, auf dem Bildschirm zeigt es mir an, Mikro ist dazu geschaltet, das Symbol erscheint. So, und jetzt ist es mit dem externen Mikro und ich glaube, da habe ich jetzt endlich mal die richtige Lösung gefunden. Kaum einen Unterschied zu hören vom normalen Mikro und keine Windgeräusche. Mal schauen, ob wir das, die Wellen auch mit drauf kriegen vom Geräusch her. Ja, ich bin schon wieder mittendrin, statt nur dabei, dafür auch schon wieder nass. Ja, hier zu sehen eine Abrisskante und dann sieht man auch, wie weit hier das Wasser nach oben gekommen ist. Fast bis zu den Schirmreihen.
Ja, das sieht mit Wellen schon noch schöner aus. Das sind wieder schöne Wellen und hier sind zwei Wagemutige, die schmeißen sich ins Wasser, aber noch ein bisschen vor den Wellen. So, blickt man noch mal hinüber zu den beiden. Ich sehe gar nichts im Moment, das ist alles nur durch die Spiegelung, aber ich müsste. So, und die Frau ist abgetrieben. Ja, langsam ist es schon wieder Zeit, dass ich mich verabschiede. Dann sage ich noch mal ein schönes, großes Dankeschön überall, da wo ihr jetzt im Moment seid und die Videos ansieht. Und natürlich an den Hans-Joachim, seine Frau Manuela, dann an die Melle und an den Nico und an alle anderen, die ich jetzt namentlich nicht erwähnt habe. Liebe Grüße und ja, eine schöne Geburtstagsfeier. Es ist Freitag, Wochenende und die freuen sich bestimmt auf den Feierabend. Ich sage jetzt schon mal hasta luego, macht's gut mit diesen Bildern. Und ja, heute gibt's noch ein Highlight, den Tandemsprung vom Ralf. Und dann das Meeting am Leuchtturm am Faro, also einiges zu berichten. Ich sage bis dann. Ein kleiner Nachtrag noch von gestern Abend. Wir runden durch die Sitter. Ja, und wir waren jetzt hier gerade essen. Kurz entschlossen hier beim Thailänder, war sehr gut. Ihr könnt was sehen dann bei Conny Canarias. Und dann habt ihr ein bisschen Einblick, Überblick, was es dort zu essen gibt. Aber ich muss sagen, sehr gut. So, hier ist das Westfalia. Hier ist die Westfalia Terrasse. Hier war ja früher immer Show, Unterhaltung, Tanz, Travestie und immer richtig was los. Im Moment ist es sehr verhalten, sehr ruhig. Auf der anderen Seite wird eben noch gegessen. Da oben ist Café Marlene. Und auch da oben auf der anderen Seite das Savoy und das Tibor.
So, das nur so als kleiner Nachtrag, wenn ich schon hier bin. Wenn wir schon unterwegs sind und da hört man auch Café Marleen, deutsche Klänge. Ja, das Asia, das Restaurant China, das gibt es immer noch da oben. Das ist auch schon lange. Ja, schade, dass hier nicht mehr los ist im Westfalia. So, und wir besuchen jetzt mal unseren Freund und Bekannten, den Mario. Mal schauen, ob er da ist. Ist ja noch ein bisschen früh. Und wo es da lang geht, hier am VW Käfer. Falls ihr ihn sucht, besuchen wollt, am VW Käfer geht's lang. So, und wie wir gerade von Mario erfahren, den kennt ihr ja, der ist Mario aus dem Friseursalon. Und jetzt hat er hier die Bar. Ihr könnt hier morgen kommen, gibt es Akrobatik-Show hier bei Mario in seiner Bar. Und ich zeige euch jetzt nochmal, wie es hier richtig lang geht. Nicht jetzt den verkehrten Weg. 23 Uhr, also ein bisschen später. So, hier wo es hell ist. Und jetzt gehe ich richtig, hier ist auch der Wegweiser, hier ist der Wegweiser und hier ist die Terrasse. Ich bin nur vorhin verkehrt gegangen, nochmal. Hier ist die Westfalia-Terrasse, also der VW Käfer, da ist er. Ich bin hinter dem Käfer gegangen, vor dem Käfer lang, hier lang. Hier ist der erste Hinweisschild, Marius Bar. Da ist der zweite Hinweis. Und da geht's zum Mario. Also Akrobatik-Show morgen, wer vielleicht hier in der Sita ist, zu später Stunde, der kann dann hier mal einen Abstecher vorbeikommen und sagen schönen Gruß vom Harry und der Conny. So, also hier vor dem Käfer vorbeigehen, dann kommt ihr zum Mario. Wir gehen jetzt nochmal hier die Treppe nach oben. Wenn wir schon mal abends hier in der Sita sind, es ist ja jetzt hier nicht die Ecke, wo das Nachtleben stattfindet. So, Café Marleen, da kommen die deutschen Klänge her. So, hier vorbei an der Comeback Bar, jetzt geht's zum Martin, Richtung Martin. Ihr kennt den Martin ja. Klar kennt ihr Martin mit dem Radio Primavera, dem Sender, dem Radiosender. Da vorne die Golden Moments sieht man schon von Weitem und hier auf der linken Seite die Machbar, Martin mit seiner Machbar. Alles ist machbar, sagt er. Und auf der rechten Seite, da kommt dann die Laura mit dem Restaurant. Hier ist Marco Polo, das Restaurant.
ja immer gut bedient hier und unten ist wieder Kaffee Zipf und rechts dann ist Organic Food, unser Reformhaus. So, das war jetzt so eine kleine Runde am Abend, nur so ein kleiner Einblick. Ich war ja schon ein paar Mal unterm Tag hier und ich sage jetzt mal hasta luego und adios.